Cristiano Ronaldo, das portugiesische Wunderkind. Wir blicken auf seine bisherige Karriere und die Erfolge des jungen Superstars. Und wir gehen der Frage nach, warum er bei den Vereinen und Fans so viel Erfolg hat. Behandeln aber auch die Skandale, die seine Karriere bisweilen beeinträchtigen. Auf dem Platz ist Cristiano Ronaldo der perfekte Fußballer. Trotz seines jungen Alters hat er die Fußballwelt bereits erobert und gilt als einer der besten Spieler des Planeten. Er kommt am 5. Februar 1985 in Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira auf die Welt. Seine Eltern sind Maria Dolores dos Santos Aveiro und José Diniz Aveiro. Schon mit 3 Jahren zeigt er erste Kostproben seines großen Talents. Ronaldo wurde nach dem Schauspieler und ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan benannt. Seine große Leidenschaft und sein Talent sind schon früh unübersehbar. Mit nur 8 Jahren spielt er bereits für die Amateurmannschaft Andorinha. Schon 2 Jahre später wechselt er 1995 zum lokalen Verein CD Nacional. Nach einer herausragenden Saison absolviert der damals 12-Jährige einen 3-tägigen Test bei Sporting Lissabon. Der Verein verpflichtet ihn für eine nicht genannte Summe. In der Fußballakademie von Sporting muss er nicht nur mit seinen neuen Trainern klarkommen, sondern auch mit den neuen Mitspielern, die sich häufig über seinen madeirischen Dialekt lustig machen. Um sein Heimweh zu bekämpfen und seine drohende Heimreise zu verhindern, lässt der Vereinsvorstand extra seine Mutter einfliegen. Glücklicherweise funktioniert die Taktik. Mit 16 blüht Ronaldo förmlich auf. Seine Leistungen bei der UEFA U17 EM machen ihn für mehrere Vereine interessant. Im Sommer 2003 wird Sir Alex Ferguson auf ihn aufmerksam, als Sporting Lissabon zur Einweihung des Lissabonner José Alvalade Stadions Manchester United mit 3:1 schlägt. Nachdem Ronaldo dabei seine Klasse auf beiden Flügeln demonstriert hat, drängen die beeindruckten United-Spieler ihren Trainer, den Jungen zu verpflichten. Schon Mitte August wechselt Ronaldo für 17,5 Millionen Euro zu dem Topverein aus der englischen Premier League. Im Jahr 2003 unterschreibt der gerade einmal 18-jährige Cristiano Ronaldo einen Vertrag, der ihn schon bald ins internationale Rampenlicht katapultiert. Das Gesprächsthema unter den Fans ist nicht nur die Ablösesumme von 17,5 Millionen Euro, sondern vor allem die Rückennummer, die ihm Ferguson überreicht. Die begehrte Nummer 7 haben vor ihm schon United-Größen wie George Best, Eric Cantona und David Beckham getragen. Der Druck auf Ronaldo ist also enorm. Nach 39 Spielen und 8 Toren, darunter der Führungstreffer bei Uniteds Sieg im Pokalfinale gegen Millwall, wird er 2003-2004 von den United-Fans als bester Spieler des Vereins ausgezeichnet. Leider hält die Zuneigung der Fans nicht lange an. Während des WM-Viertelfinals 2006 zwischen Portugal und England ist er an einer Aktion beteiligt, die zur roten Karte für den englischen United-Stürmer Wayne Rooney führt. In den 3 folgenden Spielzeiten versucht der Mittelfeldspieler alles, um die Herzen der United-Fans zurückzugewinnen. Er ist maßgeblich daran beteiligt, dass die Red Devils in allen 3 Spielzeiten die Premier League gewinnen. Während die Fans allmählich den Vorfall der WM vergessen, scheint dies bei Ronaldo nicht der Fall zu sein. Im Juni 2008 verbreitet sich das Gerücht, er wolle unbedingt zum spanischen Rekordmeister Real Madrid wechseln. Um die Spekulationen zu beenden, beschwert sich Manchester United offiziell bei der FIFA über das angebliche Werben von Real Madrid. Die FIFA entscheidet aber, dass Madrid nicht auf die Anschuldigungen reagieren muss. Sie haben keine Beweise, denn es ist nichts passiert. Es gibt lediglich Zeitungsberichte und Gerüchte, wonach der Spieler United verlassen wolle. Sollte dies stimmen und United will ihn verkaufen, könnten wir verhandeln. Wie viele andere Vereine übrigens auch. Selbst dann müssten wir uns noch auf einen Preis einigen. Für einen Wechsel müssen also viele Voraussetzungen erfüllt sein. Trotz der großen Anstrengungen kann Manchester United den weltbesten Spieler nicht in Old Trafford halten.
Ronaldo ist entschlossen, bei Real Madrid in die Fußstapfen seines großen Idols Luis Figo zu treten. Aber Reals Wunschspieler ist nicht billig. Für die unglaubliche Rekordablösesumme von 93 Millionen Euro wechselt Ronaldo im Sommer 2009 die Seiten. Ich denke, es ist eine gute Investition von Madrid. Er wird für viel Geld und viele Tore sorgen. Die Verpflichtungen von Ronaldo und Kaká sind furchtbar. Die Mächtigen verkaufen die Spieler an den meistbietenden Interessenten. Die Zuschauer müssen am Ende dafür zahlen. Wir haben hier viele Spieler, die so gut sind wie er. Die sollten verpflichtet werden, anstatt Leute aus dem Ausland zu holen. Bevor er zu uns kam, kannte noch niemand Ronaldo. Jeder wusste, dass er gehen würde. Für 93 Millionen musste Ferguson ihn ziehen lassen. Aber kein Verein ist größer als dieser hier. Selbstverständlich hat Ronaldo auch einen ansehnlichen Betrag für sich selbst herausgeschlagen. Sein Gehalt soll bei ungefähr 13 Millionen Euro pro Jahr liegen. Bei seiner Präsentation im Santiago Bernabéu-Stadion wird ihm von Reallegende Alfredo Di Stefano die Rückennummer 9 überreicht. 80.000 begeisterte Zuschauer im Stadion bereiten ihm einen lautstarken Empfang. Mit dem Empfang bricht er einen weiteren Rekord. Die bisherige Bestmarke hielt Diego Maradona, der 1984 nach seinem Wechsel von Barcelona nach Neapel von 75.000 Zuschauern empfangen wurde. Ronaldo ist erwartungsgemäß sehr glücklich, bei Real Madrid gelandet zu sein. Ich freue mich sehr darüber, der teuerste Fußballer der Geschichte zu sein. Das macht mich stolz. Ich will zeigen, dass der Verein das Geld richtig angelegt hat. Ich muss mich bei allen Fans, bei Sir Alex Ferguson, bei meinen Freunden und meinen Teamkollegen bedanken. Ich habe 6 Jahre bei dem Verein gespielt und dort natürlich Freunde gefunden. Die Leute verstehen meine Entscheidung und respektieren sie. Ich stehe jetzt vor einer großen Herausforderung. Jeder weiß, dass es mein Traum ist, für Madrid zu spielen. Ich werde aber viele Dinge aus Manchester vermissen. Hier ist meine neue Heimat, mein neuer Verein. Für diesen werde ich 100% geben. Am 29. August 2009 gibt er gegen Deportivo La Coruña sein Ligadebüt in Spanien. Beim 3:2-Sieg erzielt er gleich sein erstes Tor. Mit weiteren 7 Treffern in 6 Spielen hat er sich bei seinem neuen Verein glänzend eingelebt. Mit gerade einmal 18 Jahren gibt Cristiano Ronaldo sein Länderspieldebüt für Portugal beim 1:0-Sieg gegen Kasachstan. Kurze Zeit später bestreitet er bei der Europameisterschaft 2004 bereits sein erstes großes internationales Turnier. Schon im ersten Spiel schießt Ronaldo für die Gastgeber ein sehenswertes Tor bei der 1:2-Niederlage gegen Griechenland. Und der junge Mittelfeldspieler trifft auch beim Halbfinalsieg gegen Holland. Das Finale verlieren die Portugiesen jedoch gegen Griechenland. Nachdem er mit Portugal auch bei der Olympiade 2004 gespielt hat, schießt er während der folgenden WM-Qualifikation unglaubliche 7 Tore und wird damit zweitbester Torschütze in Europa. Obwohl bei den Portugiesen auch viele andere Stars spielen, ruhen während der WM die meisten Hoffnungen der Fans auf dem jungen Ronaldo. Dieser Druck scheint ihn zu beflügeln. Im zweiten Gruppenspiel der Portugiesen gegen den Iran erzielt er per Elfmeter sein erstes WM-Tor. Nachdem er sich im Achtelfinale verletzt, kehrt er dennoch für das Viertelfinale gegen England zurück. Er will es seinen Kollegen aus der Premier League beweisen. Sein Übereifer soll ihm jedoch zum Verhängnis werden, als er in der 62. Minute mit Erfolg die rote Karte für Wayne Rooney fordert, der sich gegen Ricardo Carvalho eine Tätlichkeit erlaubte. Die englischen Fans sind empört darüber, dass Ronaldo sich immer wieder massiv beim Schiedsrichter beschwert hat und machen allein ihn für die rote Karte verantwortlich. Die Leute suchen immer nach einem Sündenbock. Es ist nicht korrekt zu behaupten, dass es ein Fehler des Schiedsrichters war. In meinen Augen war es eine klare rote Karte.
Trotz dieses Vorfalls kann Ronaldo stolz sein auf seine sportliche WM-Leistung. Er führt seine Mannschaft ins Halbfinale und schließlich zu Platz 4. Auch wenn er für die Fans weltweit der beste Nachwuchsspieler des Turniers ist, starten die englischen Fans eine E-Mail-Kampagne gegen ihn. Trotz seiner brillanten Vorstellungen wird er von der FIFA nicht zum besten Nachwuchsspieler der WM gewählt. Vor der Europameisterschaft 2008 ist Ronaldo wohl in Höchstform. In der Qualifikation schießt er 8 Tore. Nachdem Portugal schon bei der Europameisterschaft 2004 im Finale stand, hofft man 2008 auf den ersten EM-Titel in der Geschichte des Landes. Doch nachdem sie ihre Gruppe in der Vorrunde dominiert haben, scheiden die Portugiesen im Viertelfinale nach einem 2:3 gegen Deutschland aus. Ronaldo schießt im gesamten Turnier nur ein Tor. In der Qualifikation zur FIFA-WM 2010 muss Portugal bis zum Schluss zittern. Erst nach dem Triumph über Bosnien-Herzegowina in 2 Ausscheidungsspielen können sie das Ticket nach Südafrika lösen. Dort wird Ronaldo seine Mannschaft als Kapitän auf den Rasen führen. Im Februar 2010 hat er bereits 68 Länderspiele bestritten und dabei 22 Tore erzielt. Während er auf dem Platz Vorbildcharakter hat, muss er abseits davon noch an sich arbeiten. In seiner noch jungen Karriere soll der portugiesische Flügelspieler schon anrüchige Rendezvous in Rom, Autounfälle, wilde Partynächte und eine rasante Affäre mit dem Society Girl Paris Hilton gehabt haben. Während die Verantwortlichen von Manchester United und Real Madrid noch letzte Details des 93-Millionen-Euro-Deals aushandeln, wird Ronaldo im exklusiven Club My House in Los Angeles bei einem heftigen Flirt mit Paris Hilton gesichtet. Nach ein paar Flaschen Champagner und einigen Tanzanlagen sollen die beiden den Club verlassen haben und zum Haus von Hiltons Schwester Nikki in den Hollywood Hills gefahren sein. Um 5 Uhr morgens soll Ronaldo das Haus mit einem breiten Grinsen verlassen haben. Zudem wurden Ronaldo auch Affären mit dem englischen TV-Star und Dessous-Model Gemma Atkinson sowie der Talkmasterin Mercy Romero angedichtet. Im April 2008 macht er mit einem nächtlichen Ausflug nach Rom Schlagzeilen. Dort soll er einen Trip ins Rotlichtviertel der Stadt unternommen haben. Von dort nahm er angeblich 2 Begleiterinnen mit in sein Hotel. Nur 4 Monate zuvor soll er zusammen mit seinen United-Teamkollegen Nani und Anderson eine wilde Party mit 5 Callgirls gefeiert haben. Ihre unvergesslichen nächtlichen Erlebnisse mit den 3 Fußball-Superstars verkaufen die Frauen sofort an die englische Boulevardpresse. Anfang 2009 übersteht er einen Autounfall unverletzt. Sein 200.000 Euro teurer Ferrari hat danach aber nur noch Schrottwert. Auch wenn er 2009 schließlich doch nach Madrid wechselt, sind die Experten überrascht, mit welcher Integrität und Entschlossenheit sich Ronaldo nach der sogenannten Rooney-Affäre noch für United einsetzt. Er spielt danach noch 2 Jahre für Manchester und beweist, dass die Affäre keinen negativen Einfluss auf seine sportlichen Leistungen hat. Mein Verhältnis zu ihm ist großartig. Nach diesem Vorfall bin ich weiter gereift. Ich habe viel gelernt und fühle mich jetzt sehr gut. Kurz nach dem Spiel ist man noch zu sehr aufgewühlt und sagt manchmal Dinge, die man eigentlich nicht sagen wollte. Erst danach merkt man, dass das nicht gut war. Die Menschen hier sind gut, der Verein ist fantastisch und alles ist vom Tisch. Ich spreche mit den richtigen Leuten, die sagen, du bist im richtigen Verein und mit den richtigen Menschen zusammen. Nicht all seine Aktionen außerhalb des Platzes tauchen in den Klatschspalten auf. Zusammen mit einer seiner Schwestern eröffnet er in Portugal 2 Modehäuser mit dem Label CR7. 2009 zeigt Ronaldo seine wohltätige Seite, indem er dem Krankenhaus, in dem seine an Brustkrebs erkrankte Mutter behandelt wurde, umgerechnet 114.000 Euro spendet. Musik.
Cristiano Ronaldo ist einer der begehrtesten Fußballer der Welt. Doch auch der populärste Spieler findet Inspirationen bei seinen Helden und Idolen. Luis Figo, ehemaliger Weltfußballer und Ronaldos Ex-Teamkollege aus der portugiesischen Auswahl, ist das Idol des jungen Ronaldo aus Funchal. Die Karriere des Rechtsaußen wurde kaum von Skandalen beeinträchtigt. Figo wird oft mit dem großen Eusebio verglichen und gilt sowohl auf als auch abseits des Rasens als Gentleman. Seine Karriere dient jüngeren Spielern wie Ronaldo als glänzendes Vorbild. Ich denke nicht über eine Rückkehr in die Nationalmannschaft nach. Stattdessen werde ich das Team von nun an von außerhalb unterstützen. Das ist jetzt wichtiger. Figo bekommt während seiner Karriere fast 20 persönliche Auszeichnungen. Er wird Weltfußballer des Jahres 2001 und sechsmal in Folge Portugal-Spieler des Jahres. Am besten bleibt wohl aber auch sein Wechsel vom FC Barcelona zu Real Madrid im Jahr 2000 in Erinnerung. Der Transfer ist so brisant, dass er bei seiner Rückkehr nach Barcelona von den Zuschauern mit einem ohrenbetäubenden Pfeifkonzert begrüßt wird. Zudem werfen die Fans alles Mögliche auf das Spielfeld, darunter auch einen Schweinekopf. Großen Einfluss auf Ronaldos Karriere hat auch derjenige, der ihn aus Portugal in die für viele beste Fußballliga der Welt lotste. Sir Alex Ferguson spielt eine wichtige Rolle in der Karriere des Fußballers. Zweifellos wird Ronaldo dem Trainer für dessen Hilfe und Ratschläge während der 6 Jahre in Manchester für immer dankbar sein. Sir Alex findet auch öffentlich häufig lobende Worte für sein Wunderkind. Ich denke, dass Cristiano in dieser Saison enorme Fortschritte gemacht hat. Meiner Meinung nach ist er momentan der beste Spieler der Welt. Wir haben viele gute Spieler und somit heißt das schon was. Kurz nach dem Wechsel zu Real Madrid sagt Ronaldo in den Medien über Ferguson, er ist im Sport wie ein Vater zu mir gewesen. Er war der wichtigste und einflussreichste Faktor in meiner Karriere. Ich mag ihn sehr und werde ihn immer in meinem Herzen tragen. Sir Alex ist seit 1986 Trainer von Manchester United und hat seitdem mit dem Verein 11-mal die Premier League, 5-mal den FA Cup, 2-mal die Champions League und einmal 2008 die Club-WM gewonnen. Auch Ex-Teamkollege Wayne Rooney hat seinen Anteil daran, dass Ronaldo ein erfolgreicher Torjäger wird. Sie überwinden ihre Streitigkeiten nach der WM 2006 und führen die Red Devils als kongeniales Sturmduo zu 3 Premier League-Titeln in Folge. Seit seinem Wechsel zu Real wird Ronaldo von vielen seiner neuen Mitspieler inspiriert. Zum Beispiel von Real-Routinier Raul González, der seit 1994 für die Königlichen spielt. Mit über 500 Spielen und mehr als 200 Toren für den Club gilt Raul als einer der besten spanischen Stürmer aller Zeiten. Auch von Neuzugang Kaká kann Ronaldo noch einiges lernen. Der brasilianische Mittelfeldspieler wird 2002 mit seiner Nationalmannschaft Weltmeister. 2007 wird er zum Weltfußballer und zu Europas Fußballer des Jahres gekürt. Ich weiß noch gar nicht, welche Rückennummer er hat, aber es wird bestimmt keine Rivalität zwischen Cristiano und mir geben. Ich denke, wir beide passen zusammen und können problemlos zusammenspielen. Auch abseits des Rasens werden wir nicht konkurrieren, weil wir erfahrene Fußballer und Siegertypen sind. Da besteht gar keine Rivalität. Mit den beiden Weltfußballern Ronaldo und Kaká auf den Außenpositionen scheint Reals Potenzial unbegrenzt zu sein. Für die Gegner wird es schon schwer werden, einen der beiden Stars auszuschalten, geschweige denn alle beide. Cristiano Ronaldo ist eine wahre Marketingmaschine. Nicht nur jüngere Fans kopieren seine Art zu spielen und seinen modischen Geschmack. Auch von erwachsenen Männern weiß man, dass sie bei der Begegnung mit dem portugiesischen Wunderkind ein mulmiges Gefühl hatten.
Was heißt das nun bezüglich seines Vermarktungspotenzials? Unternehmen aller Industriezweige auf der ganzen Welt zahlen Millionen, damit der Star ihre Produkte bewirbt. Mit Suzuki und der Banco Espirito Santos bestehen bereits Verträge. Auch der Motoölriese Castrol wirbt mit Ronaldo als weltweiten Botschafter. Ein weiterer Hauptsponsor von Ronaldo ist Nike. Da Real vom Rivalen Adidas gesponsert wird, hat sein Wechsel nach Madrid diesbezüglich heftige Kontroversen zur Folge. Weil Ronaldo nach wie vor mit Nike-Schuhen spielt, drängt Adidas Real Madrid dazu, mit ihm ein ernstes Wort zu reden. Berichten zufolge soll Vereinspräsident Florentino Perez Adidas um eine Neuverhandlung des Werbevertrags mit Real gebeten haben. Adidas und Real werden jedenfalls zufrieden sein mit dem Anstieg der Trikotverkaufszahlen, an dem Ronaldo den größten Anteil hat. Man geht davon aus, dass Real die Transfersumme von 93 Millionen Euro allein durch den Verkauf des Trikots mit der Nummer 9 wieder einnehmen wird. Auch wenn manche Real-Fans die Neuverpflichtung für zu teuer halten, glauben sie, dass die Investition richtig war. Das ist etwas zu teuer, aber wenn Real Madrid den besten Fußball spielen will, muss man Spieler wie Kaká und Ronaldo bezahlen. Ich glaube, dass es sehr wichtig für Madrid sein wird. Rechnet man das ganze Sponsorengeld, das er einbringt, zusammen, ist er am Ende sogar ein kostenloser Neuzugang. Mit einem geschätzten Jahreseinkommen von über 10 Millionen Euro bei Real Madrid, doppelt so viel wie bei Manchester United, gehört Cristiano Ronaldo zu den bestbezahlten Fußballern der Welt. Zu Beginn der Saison 2009-2010 spielen die vier Fußballer mit dem höchsten Gehalt allesamt in der spanischen Liga. Obwohl er seinen Zenit noch nicht erreicht haben dürfte, gleicht seine Trophäensammlung schon der eines Fußballers am Ende einer glanzvollen Karriere. Ronaldo hat schon über 30 persönliche Ehrungen erhalten. 2006-2007 war er der beste Jungprofi in England. 2007-2008 UEFA-Clubfußballer des Jahres und 2006-2007 sowie 2007-2008 Englands Fußballer des Jahres. In der Saison 2007-2008 wird er als Torschützenkönig in England mit dem goldenen Schuh der Premier League sowie dem goldenen Schuh der UEFA ausgezeichnet. Mit Manchester United wird er dreimal englischer Meister, einmal englischer Pokalsieger und 2007-2008 auch Champions League-Sieger. Noch vor seinem 25. Geburtstag wird er als FIFA-Weltfußballer, Europas Fußballer des Jahres und als FIFPro-Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet. Wenn er so weitermacht, kann er alle Rekorde brechen. Mit Mitte 20 hat er sein fußballerisches Potenzial noch nicht ausgeschöpft. In den Augen mancher Experten ist Ronaldo auf einem guten Weg, einer der größten Spieler aller Zeiten zu werden.